mitten im Training und aus dem Training gerissen. Wir lieben diesen Sport, tun wir doch alle, oder? Wir sind leidenschaftlich. Wir können es kaum erwarten, die nächste Trainingseinheit anzugehen. Wenn wir die letzte hinter uns haben, dann denken wir schon wieder an die nächste Übung. Eine Woche später oder für manche da draußen 3-4 Tage später. Wir wollen diese eine Wiederholung extra schaffen. Wir wollen wachsen. Wir leben jedes Spiegelbild. Wir lieben es, wenn wir durch die Stadt gehen und ganz kurz mal, damit es ja nicht alle mitbekommen, nicht die Freundin oder der Freund, in den Seitenspiegel gucken. Irgendwo im Schaufenster oder Autos. Sieht ganz besonders toll aus mit dem Spiegel, weil die einen ein bisschen breiter machen. Wir lieben es. Wir atmen diesen Sport. Und den machen wir teilweise Jahr um Jahr. Wir quälen uns im Fitnessstudio, während die anderen darüber meckern, dass sie keine Motivation finden. Wir gehen selbst dann noch, wenn wir eigentlich K.O., erschöpft sind, zu wenig Mahlzeiten haben, zu wenig getrunken haben, weil wir denken, vielleicht kriegen wir die Motivation da. Und wenn die meisten einfach schon aufgeben und sagen, auch heute bin ich nicht gut drauf, dann kriegen wir ein schlechtes Gewissen, wenn wir mit Fieber nicht zum Sport gehen und uns mal überwunden haben. Warum brennen wir so für den Sport? Warum machen wir das? Warum machen wir Bodybuilding? Nun ja, die Antwort ist meistens ziemlich unterschiedlich da draußen. Manch einer von euch will vielleicht sogar eine professionelle Karriere angehen. Auf diesem Kanal sicherlich relativ wenige und das machen auch noch relativ wenige. Aber ihr habt damit etwas vor. Der Sport soll positiven Einfluss auf euer Leben haben. Ihr wollt diesen Sport, ihr wollt diesen Körper, weil ihr damit euer Leben verbessern wollt. Und für all die da draußen, wahrscheinlich 90, 95%, die nicht auf die Bühne wollen, die das nicht professionell machen wollen, auch bei euch soll es euer Leben verbessern. Es soll euren Alltag verbessern. Es soll euer Selbstbild verbessern. Und dieser Sport steht so viel für mehr als einfach nur Gewichte schleppen, Gewichte anhäufen. Oh, jetzt drücke ich 100 Kilo Bank. Was können wir damit anfangen? Was können wir mit diesem Wert anfangen? Das ist kein Wert in irgendeinem Tresor. Das ist Bullshit. Das brauchen wir nicht. Wir haben Spaß im Gym und manchmal auch nicht. Haben wir schon darüber gesprochen hier auf diesem Kanal. Aber egal, was uns ins Fitnessstudio treibt, es soll unser Leben supporten. Und zwar ständig. Und das ist das Tolle an Bodybuilding. Nicht nur in den 1,5 Stunden alle 2 Tage im Fitnessstudio, für manch einen da draußen sicherlich auch jeden Tag, sondern für die 365 Tage im Jahr. Wir kriegen die Belohnung nicht durch den Pump danach. Wir kriegen die Belohnung durch 364 Tage und 22 Stunden danach, wenn euer Training 2 Stunden lang geht. Und zwar für jede Stunde, für jeden Spiegelblick, für jeden Blick von den anderen Leuten, aber für das, was ihr von euch selbst haltet. Dafür machen wir das. Aber vergesst das niemals. Und da, wo es kippt, ihr kennt eine Parabel, ihr seid auf der Spitze angelangt, da, wo es über die Spitze hinausgeht, und das passiert bei vielen von, und da nehme ich mich nicht aus, uns. Manchmal treibt es uns vielleicht zu weit. Vielleicht gehen wir ins Fitnessstudio, während wir die Zeit mit Freunden genießen können. Vielleicht gehen wir genau dann noch ins Fitnessstudio, während alle anderen schon feiern gehen und das Leben genießen. Und wir sind da, ganz vergessen, warum wir das eigentlich machen. Genauso wie, das kennt ihr von sehr vielen sagenumwogenen Mythen von Millionären, die irgendwann Reichtum erreicht haben. Und ihr malt euch jedes Mal aus, wenn ihr den Lottoschein ausfüllt, was würde ich mit der ersten Million machen? Wem würde ich was schenken? Was würde ich mir kaufen? Wie würde ich das Leben genießen? Würde ich auswandern? Würde ich in einem anderen Land leben? Und was passiert bei den Millionären dieser Welt? Die haben nichts Besseres zu tun, außer die 2. Million, die 3., die 10., die 50. zu bekommen. Und irgendwann zu denken, ich hab's leider nicht geschafft, Milliardär zu werden. Davon gibt es zu viele, die sich genau darin verlieren. Aber zeigt nicht auf die Millionäre. Zeigt nicht auf die, die sich in Job, Arbeit, Ruhm verlieren. Schaut in den Spiegel. Verliert ihr euch manchmal in Bodybuilding? Und genau das passiert, wenn ihr nur noch die Trainingseinheiten aneinander reiht, gar nicht mehr wisst, was ihr damit machen wollt. So wie der reiche Mann, der das Geld gar nicht mehr als Geld ansieht, um sich was zu holen, um sich Spaß zu holen, um sich Lebensfreude zu holen, um sich Lebenssinn zu holen, sondern irgendwie nur noch das Geld seht. Und so seht ihr nur noch Muskeln, Pre-Workout, Post-Workout-Shakes, Foren, Gotti-Lifestyle-Kanal gucken, die nächsten Wiederholungen addieren, Gewichte stapeln. Warum nochmal? Warum macht ihr das? Es gibt so wahnsinnig viele Gründe, warum man das macht. Und so gute Gründe. Keine oberflächlichen wie, ich will Anerkennung. Ich will, dass mich Frauen und Männer angucken. Ich will beliebt sein, begehrt sein. Ich will, dass die Leute neidisch sind. Nein, es gibt eine tiefe, intrinsische Motivation für jede Wiederholung, für jedes Kilo, das wir draufsetzen. Nämlich, dass wir wissen, mit unserer eigenen Willensleistung, mit unserer Willpower, erreichen wir, was wir erreichen wollen. Wir bezwingen es. Egal, was es braucht.
Und wenn es auch nicht nur die Stunden im Fitnessstudio sind, sondern zu Hause zu lernen, Trainingspläne zu schmieden, Gotti Lifestyle, den Kanal zu gucken, Gotti Fitness zu gucken, auf mich zu hören, andere YouTuber zu gucken, Wissen anzuhäufen, Dinge auszuprobieren, Dinge zu verwerfen, Dinge zu ändern. All das tun wir für dieses eine Ziel. Und was lernen wir daraus? Fürs Leben, für unseren Job, für unsere Beziehung, für alles? Wir lernen, dass wir verantwortlich sind für das, was wir tun. Wir gehen da raus und reißen uns den Arsch auf. Wir stapeln die Gewichte. Wir schwitzen, wir bluten, wir ackern. Und das machen wir auch noch in der Freizeit. Wir verzichten auf Nahrung oder wir müssen ganz viel zu uns nehmen. Und wir merken, nur dadurch, haben wir es geschafft. Dadurch haben wir das bekommen. Nur durch unsere Willenskraft. Und das ist ein guter Beweis, wenn auch alles im Leben manchmal schief läuft, weil ihr kein Glück habt, weil ihr nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort seid, weil die richtigen Leute euch vielleicht nicht supporten. Hier ist es fair. Ihr geht ins Studio, ihr verdient es euch und ihr holt es euch verdammt nochmal ab. Für den einen schwerer, für den anderen leichter. Aber alle können das machen. Und das ist die wichtigste Lehre, die wir daraus ziehen. Nicht, wie wir auf 100 Kilo Bankdrücken kommen. Die wichtigste Lehre ist, wir können dorthin kommen, wenn wir Schritt für Schritt den Weg wählen. Und das supportet unser Leben, das supportet unseren Geist, das supportet unsere Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist wichtig. Aber wenn wir darüber hinausgehen, wenn wir die Parabel plötzlich übersteigen, was dann? Was ist, wenn wir uns darin verlieren, Gewichte zu steigern, Muskeln anzuhäufen, gar nicht mehr wissen, warum wir das machen? Wir gehen weder auf die Bühne, noch werden wir Profi, noch sind wir da vielleicht großartig erfolgreich. Wir verpassen das gesellschaftliche Leben. Wir zerstören vielleicht unsere Beziehung. Wir zerstören vielleicht unsere Finanzen dadurch. Alles Mögliche. Wir kicken uns ins Abseits, weil wir nur noch ans Training denken, an Wiederholungen, weil wir nicht mehr genießen und essen und trinken wollen wie andere Leute. Wo ist der Lifestyle? Das ist ganz wichtig auf meinem Kanal, dass wir Lifestyle-Bodybuilder sind. Wir sind dadurch gesünder. Und wenn wir nicht gesünder sind, sind wir geistig gesünder, sehen besser aus, fühlen uns besser. Aber nicht, indem wir in eine Bestätigungsspirale kommen. Um Gottes Willen, das wollen wir nicht. Reflektiert euch selbst. Schaut euch nicht nur im Spiegel an, um euren Körper und eure Muskeln zu prüfen. Schaut durch den Spiegel hindurch in eure Seele. Warum macht ihr das? Und seid ihr noch auf dem richtigen Weg? Und ja, seid stolz darauf, dass ihr es macht. Aber überwindet nicht die Parabel. So, das war mein großes Haiku. Ich bin mitten im Training und das hat mich jetzt 10 Minuten gekostet, damit meine Gains